Rechte Gewalt nimmt aktuell deutschlandweit zu. Bilder eines rechten Mobs beim Christopher Street Day in Bautzen gehen durch die Medien, aber auch hier in MV eignen sich fast täglich Vorfälle. Auch die Polizei nimmt einen Anstieg an politisch motivierter Kriminalität von rechts wahr. Während es 2023 insgesamt 1369 solcher Straftaten gab, sind es im ersten Halbjahr 2024 bereits 915 Fälle. Über diesen Tatsachen schwebt ein Begriff, der eine Zeit in den 90er Jahren beschreibt, in der rechtsextreme Gewalt allgegenwärtig war. Baseballschlägerjahre. Wir haben uns gefragt, welchen Einfluss sie heute noch haben. Sind die Baseballschlägerjahre zurück? Waren sie vielleicht nie weg? Was hat sich seitdem verändert? Und viel wichtiger, was hat sich seitdem nicht verändert? Ich bin Patrick Hinz, Chefredakteur von Katapult MV. Und das ist Damals wie heute, rechte Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern. Um zu verstehen, welche besondere Rolle MV für rechte Strukturen und somit auch für rechte Gewalt hat, müssen wir uns fragen, was dieses Bundesland eigentlich so interessant für rechte Akteurinnen macht. Christine Krüger, Sozialwissenschaftlerin und Professorin an der Hochschule Neubrandenburg, gibt einen Einblick. Also wir haben seit den 1990er Jahren eine sehr vielfältige Szene der extremen Rechten in Mecklenburg-Vorpommern. Seit der Zeit gilt das Bundesland auch als Experimentierfeld, das heißt neue Formen der Einflussnahmen der extremen Rechten und rechtsextremer Akteure werden auch in Mecklenburg-Vorpommern ausprobiert. Dazu gehören ganz unterschiedliche Akteure, die kommen in parteigebundenen Formen, aber auch Kameradschaften, Netzwerke, Vereine, Unternehmen, Burschenschaften und vor allem auch völkische Siedlerinnen in ganz unterschiedlichen Formaten. Wir haben die Verfassungsschutzberichte für MV seit 2006 analysiert. Neben der NPD, die heute die Heimat heißt, tauchen immer wieder rechte Bands und rechte Gruppierungen auf. Zum Beispiel die Aryan Warriors, die jungen Nationalisten, Kleinstparteien wie der Dritte Weg oder Kameradschaftsbünde, zum Beispiel in Anklam oder in Bargeschow. Und dabei wird klar, dass es eigentlich in jeder Region rechtsextreme Gruppen gibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Aus einem guten Grund. Die sind zum Teil sehr, sehr gut untereinander vernetzt. Und dass sie gerade in Mecklenburg-Vorpommern so gut Fuß fassen konnten, hat natürlich was mit den Spezifika des Bundeslandes zu tun. Die günstigen Mieten, die günstigen Grundstückpreise, aber auch sozusagen die Abwanderungsgeschichte von Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt weite Räume, wo man auch Projekte und Ideen umsetzen kann. Rechte bzw. rechtsextreme Strukturen sind also nichts Neues in MV, sondern konnten sich in den letzten 30 Jahren einfach verstetigen. Rechtsextremismus hat nicht nach 1990 im Bundesland angefangen. Das hat angeknüpft an Szenen und Akteure, die es auch vorher schon gab. Aber das Gesicht des Rechtsextremismus, das hat sich gewandelt. Was sich nicht verändert hat, ist, dass Rassismus immer das dominante Narrativ von Rechtsextremismus ist. Egal in welcher Form sozusagen Rechtsextremismus in der Bevölkerung in Erscheinung tritt. Und gucken wir uns das Gesellschaftliche an, dann können wir sagen, dass Rassismus tatsächlich ein Herrschaftsmittel ist, das versucht, Menschen darauf zu prägen, an antidemokratische Ideen anzuknüpfen und die auch für vertretbar zu halten. Ganz ähnlich bestätigt es Friederike Wadenger von der Antidiskriminierungsarbeit Vorpommern-Greifswald. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen unterstützt und berät sie hier Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die hier wirklich sehr, sehr viele Rassismuserfahrungen im Alltag machen und dann deswegen zum Beispiel auch wegziehen. Die Tendenzen sind ja einfach schon seit Jahren, Jahrzehnten da. Ne? Also dass es eben rassistische Meinungen gibt in der Gesamtbevölkerung. Und irgendwie hat sich das Klima aber so nochmal verändert, dass es auch mehr ausgesprochen wird, habe ich so den Eindruck. Die Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat also nicht nur ein Problem mit extrem rechten Positionen, sondern auch mit rechtsextremen Gruppierungen. Dass das nicht dasselbe ist, erklärt Christine Krüger. Extreme Rechte bedeutet alle Akteure, Gruppierungen, die Narrative vertreten und davon ausgehen, dass Menschen aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, also Biologie, unterschiedlich sind. Und dass darin natürliche Hierarchien eingewoben sind. Das heißt nicht, dass sie einer rechtsextremen Szene angehören müssen. Tatsächlich ist das aber der vorpolitische Raum. Und das ist sehr interessant, sich das anzugucken, weil dieser vorpolitische Raum prägt tatsächlich die Diskurse, die dann wieder anschlussfähig sind an breite Bevölkerungsschichten. Rechtsextrem sind wiederum Menschen, die sich aktiv in Gruppierungen einbringen, die auch vom Verfassungsschutz als solche betrachtet werden. Wo und wann aber treten solche Akteurinnen aber auch gewaltbereit auf, so wie zum Beispiel während des Pogroms in Lichtenhagen 1992? Eine mögliche Erklärung dazu verrät die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rehm Alabadi Radovan.
Ja, rechtsextreme Anschläge und Vorfälle entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum. Sie entstehen auch in einem Raum, wo politische Debatten geführt werden, die auch aufheizen. Vor allem Debatten, wenn es um Migration geht, um Integration. Und das war ganz klar in den frühen 90er Jahren der Fall. Während der sogenannten Baseballschlägerjahre gab es allein in MV 1992 ungefähr 50 Angriffe auf Asylunterkünfte und fast 160 Angriffe auf Asylsuchende. Drei Menschen sind bei solchen Angriffen sogar ums Leben gekommen. Einer davon war Dragomir Kristinell. Das geschah am 14. März 1992 in einer ehemaligen Geflüchtetenunterkunft in Saal. Dragomir Kristinell kam ursprünglich aus Rumänien nach Deutschland und lebte zu dieser Zeit eigentlich in Rostock. Am Tag seines gewaltsamen Todes kam Dragomir nach Saal, um Freunde zu besuchen. Aber warum musste er dann sterben? Weil er verwechselt wurde. An diesem Märzabend drangen 20 bis 30 rassistische Jugendliche aus der Region in die Geflüchtetenunterkunft in Saal ein, um sich an einem Mann zu rächen, der am Vorabend einen Deutschen mit einem Messer in einer Disco verletzt haben soll. Dabei fand der gewaltbereite Mob den damals 18-jährigen Dragomir vor. Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand, vermutlich mit einem Baseballschläger, erschlagen. Dragomir Kristinell war der erste von drei Roma, die 1992 ihr Leben durch die Hand anderer Menschen verloren haben. Die beiden anderen Verstorbenen waren Grigore Velku und Aidace Caldera. Die beiden Männer starben am 29. Juni 1992 in Nadrense. Nadrense liegt im östlichsten Teil von MV, unweit von Polen und Brandenburg. In den frühen 90ern sind in der Region oft Menschen über die polnische Grenze nach Deutschland gekommen. So auch Grigore und Aidace. Ihrem Tod folgte ein etwa 10-jähriger Prozess voller Ungereimtheiten, Zweifel und Widersprüche. Trotzdem hat ihre Geschichte wenig Aufmerksamkeit bekommen, bis ein Filmteam knapp 20 Jahre später rein zufällig davon erfahren hat. Regisseur Philipp Schaffner erinnert sich an die Erzählung eines befreundeten Journalisten. Da sind Bauern über ein Feld gefahren und dann haben sie da zwei Leichen entdeckt und dann wollten sie Hilfe holen, drehen sich um und dann steht das ganze Feld in Flammen. Und das ist wie so ein, das ist eine Erzählung, das ist wie so ein Filmanfang eigentlich oder sowas. Und das hat sich bei uns festgesetzt im Kopf, in Verbindung mit dieser Landschaft, in der man nichts sieht. Einfach schöne Landschaft, ein Feld, keine Ahnung, man sieht gar nichts. Aber es gibt diese Erzählung, die sich so drüber legt. Und diese Erzählung haben wir dann sehr lange mit uns rumgetragen, haben viele andere Projekte gemacht und erst viel, viel später, im Jahr 2011, glaube ich, oder so, haben wir, weil wir uns über neue Filmideen nachgedacht haben und dann immer wieder über diese Geschichte geredet haben, haben wir gedacht, okay, jetzt oder nie, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie nochmal recherchieren, was da eigentlich war. Und diese Recherchen haben Regisseur Schaffner und Produzentin Merle Kröger Fragen aufgeworfen. Und dann haben wir eine Recherche angefangen und sind zuallererst zur Staatsanwaltschaft nach Rostock gefahren. Und haben da versucht, erstmal Zugang zu den Akten zu bekommen. Und da hieß es dann erst, die Akten seien verschwunden, wir wären nicht mehr da. Und dann haben wir nochmal nachgefragt und nicht los, locker gelassen. Und irgendwann tauchten sie dann doch auf. Und dann hatten wir ein Informationsgespräch, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem damalig auch zuständigen Staatsanwalt. Und der hat uns dann viel über den Fall erzählt, war auch sehr offen darüber. Was feststand, zwei Jäger haben am Morgen des 29. Juni auf einem Gerstenfeld am Rande von Nadrense gejagt. Einer davon lebte in der Region und war ehemaliger Polizist. Der andere kam für einen Jagdurlaub aus Westdeutschland nach Nadrense. Für ihr Dokumentarfilmprojekt haben die Filmschaffenden dann versucht, die Abläufe mit Zeitzeugen zu rekonstruieren. Das gängige Narrativ war eben, dass da ein Gerstenfeld, was sehr hoch stand schon, angeblich. Darüber gab es dann viele Diskussionen, wie hoch es denn nun wirklich stand. Und ein Mähdrescher ist darüber gefahren und hat dann tatsächlich etwas liegen sehen im Feld, ist abgestiegen, ist dahin gegangen, hat gesehen, dass das ein Körper ist, war sich nicht sicher, ob die Person noch lebt oder nicht, hatte den Einstand, dass sie nicht lebt, ist auf seinen Mähdrescher gestiegen, wollte zum Dorf fahren, um Hilfe zu holen. Damals war noch keine Handyzeit und so. Wir sind im Juni 1992. Und dann dreht er sich eben um und auf einmal steht das gesamte Feld in Flammen hinter ihm. Das bedeutet, der Mensch, der da lag als Körper, ist verbrannt. Es war noch ein zweiter Mensch da, der da verbrannt ist. Zwei Menschen, zwei verkohlte Leichen. Ein komplett zerstörter Tatort durch das Feuer.
Und da kamen dann viele Unklarheiten raus. Also das unter anderem zum Beispiel, dass das Feld kurz nachdem die Leichen gefunden werden, komplett umgepflügt wurde. Also wo dann auch wirklich jeder Rest von Beweisaufnahme unmöglich war. Die Ermittlungen der Polizei waren damals massiv beeinträchtigt. Und weil sich außerdem so viele Zeugenaussagen widersprochen haben, hat sich das Filmteam für eine ungewöhnliche Aufarbeitung entschieden. Wir haben so eine Art Rekonstruktion dieses Tatorts gemacht, wo alle möglichen Beteiligten an einem Tag gemeinsam auf diesem Feld standen. Es war damals dann ein Maisfeld. Und da waren also die ehemaligen Mähdrescherfahrer, da waren die Feuerwehrleute, davon sind einige da gewesen. Und es waren die beteiligten Polizisten da, die also als Erste am Tatort waren und auch so den Tatort als Erstes mal so gesichert haben und so. Und das war schon ziemlich irre, dieses Aufeinandertreffen, weil die sich alle widersprochen haben. Also jeder hat was anderes erzählt. Nee, das war da drüben, nee, es war da, es war dort. Ja, wie, der hat doch noch gelebt, das habe ich doch gesehen. Ja, wie, der hat noch gelebt? Ihr habt doch gesagt, er hat nicht mehr gelebt. Und wieso, du hast doch gesagt, das Feuer ist durch deinen Mähdrescher entstanden. Nee, das habe ich nie gesagt. So wurde das verbucht. Aber jeder hat was anderes gesagt. Und das hat uns so deutlich gemacht, dass es eben in keiner Weise irgendwie aufgearbeitet oder klar war. Was also wirklich passiert ist, ließ sich kaum nachvollziehen. Allerdings konnte in Erfahrung gebracht werden, warum Grigore und Aidace überhaupt in der Grenzregion unterwegs waren. Denn beide lebten zu dem Zeitpunkt eigentlich in einer geflüchteten Unterkunft in Gelbensande bei Rostock. Beide hatten Arbeit und laufende Asylverfahren. Warum sind die nochmal zurückgegangen nach Rumänien? Deswegen Iodache Caldera, weil er seine Familie besuchen wollte, die nicht mitgekommen war. Und Grigore Velcu deswegen, weil er nach den Möglichkeiten suchen wollte, seine gestorbene Mutter, die in Gelbensande gestorben war, zurückzubringen nach Rumänien, der so eine Überführung zu organisieren. Warum wollte er das machen? Weil sie in Gelbensande auf dem Friedhof begraben war und das Grab mehrfach geschändet wurde von Rechten. Das wollte er nicht. Konnte nicht offiziell nach Rumänien ausreisen, weil er sonst sein Asylverfahren gefährdet hätte. Und musste deswegen, war gezwungen, so über die Grenze zu gehen, um nach Möglichkeiten zu suchen, seine Mutter zu überführen. Und auf dem Rückweg ist er erschossen worden. Die Mutter von Grigore Velcu ist nach wie vor an Gelbensande begraben. An ihrem Grab ist eine Tafel angebracht, auf der zu lesen ist, dass die Grabstätte vernachlässigt wurde, seitdem die Familie 1993 weggegangen sei. Was da nicht steht, dass das Asylrecht damals in Deutschland verschärft wurde, zur Abschiebung von Familie Velcu geführt hat und diese 20 Jahre lang nicht wusste, warum ihr Mann bzw. Vater gestorben ist. Sie wussten nicht wie. Sie wussten nicht, dass ein Prozess stattgefunden hat. Sie wussten nicht von wem. Sie wussten keine Umstände. Sie wussten gar nichts. Und das hat uns total schockiert, weil wir waren auf einmal die Überbringer der Nachricht, was auch nicht so ganz unkompliziert ist. Aber was passierte mit den anderen Geflüchteten, die den vermeintlichen Jagdunfall in der Drense miterlebt haben? Wie sich herausgestellt hat, war es eben eine Gruppe von Rumänen. Und die anderen wurden festgenommen später. Die anderen sind dann abgehauen und wurden später von der Polizei festgenommen. Auch verhört. Und sind dann die meisten von denen in die Zast nach Rostock-Lichtenhagen gebracht worden. Und so gibt es so eine Verkettung, die, glaube ich, für das ganze Projekt, für diese ganze Geschichte sehr wichtig ist. Man muss sich vor Augen halten, die Opfer waren Roma. Eine Menschengruppe, die schon damals mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen hatte und vielerorts auf Ablehnung gestoßen ist. Es bleibt also die Frage, wäre alles anders gelaufen, wenn die Opfer Deutsche gewesen wären? Ich weiß nicht, ob die Polizeiarbeit wirklich anders gewesen wäre. Ich glaube, das Engagement wäre anders gewesen. Also die hätten vielleicht auch alles Mögliche verbaselt und so. Aber es wäre, da hätten sich dann Leute drüber aufgeregt. Es hätte Angehörige gegeben, die auf der Matte gestanden hätten, gesagt hätten, hallo, hier, mein Vater ist erschossen worden und ihr kümmert euch nicht. Was ist mit den Beweisen? Warum ist die Feuerwehr nicht befragt worden? Also all das hätten Leute auf den Tisch gebracht. Im Zweifelsfall irgendein Anwalt, der vor Ort irgendwie eine Nebenklage gemacht hätte. Irgendwie sowas. Also das wäre komplett anders gewesen. Aber dadurch, dass es Leute waren, die keine Lobby hatten, weil sie jetzt Geflüchtete kamen, sowieso der Mainstream so war, zu sagen, das sind die Leute, die wir hier nicht haben wollen. Und das war bei der Bevölkerung so und das war bei der Polizei so. Plus die Verbindung mit strukturellen politischen Entscheidungen, die dann zu einer Rückführung
Rückdeportation von Zeugen führen. Die ganzen Widersprüche, das Fehlen wichtiger Zeugen, die Verwüstung des Tatortes und das damalige Nichtvorhandensein einer Lobby für Roma führte letztendlich dazu, dass die beiden Jäger freigesprochen wurden. Aus Mangel an Beweisen. Und bei der Tragödie von der Drense spielt das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen keine zwei Monate später auch eine entscheidende Rolle. Rehm Alabadi Radovan, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, rekapituliert. Ja, also was viele in der Geschichte des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen nicht wissen, was aber unbedingt dazugehört zur Erzählung, ist, dass ja viele der Betroffenen, vor allem der Roma, abgeschoben wurden nach Rumänien nach dem Vorfall. Dass die Antwort der Politik damals war, einen Asylkompromiss zu schmieden, der sozusagen auf Abschottung und auf Abwehr zielt. Und im Endeffekt wurde die Schuld bei den geflüchteten Asylbewerbern selbst gesucht. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass viele der Betroffenen nicht darüber sprechen wollen, weil nicht nur das Pogrom war traumatisch, auch der Umgang mit den Betroffenen danach von Polizei, von Verwaltung, von Politik war unglaublich schwierig, auch aus heutiger Sicht betrachtet falsch. Intensiv mit dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen hat sich Gudrun Heinrich auseinandergesetzt. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Rostock und verwendet den Begriff des Pogroms eigentlich nicht so gern. Also Pogrom ist eben eine zivilgesellschaftliche, motivierte, aktiven Angriff auf eine Minderheit. Und das ist natürlich in Lichtenhagen passiert. Aber der Pogrombegriff ist entstanden vor allen Dingen aufgrund der antijüdischen Pogrome im Mittelalter, Neuzeit, Holocaust, in dieser Entwicklung. Und wenn ich mir diese Geschichte des Pogrombegriffs angucke und mir dann Lichtenhagen angucke, sehe ich ein Ungleichgewicht. Das ist meine Sorge, dass wir einfach relativieren, indem wir ein schlimmes Ereignis wie Lichtenhagen in eine sehr hohe Kategorie stellen, dass wir die schrecklichen Ereignisse an anderer Stelle unter Umständen letztendlich abwerten. Deswegen bin ich sehr vorsichtig mit Superlativen und auch mit dem Pogrombegriff, weil ich werde dann immer gefragt, ja, wie viele sind denn in Lichtenhagen gestorben? Und wenn man dann sagt, da ist niemand gestorben, Gott sei Dank, und durch einen Zufall, dann sagen alle, ja, dann war es ja gar nicht so schlimm. Nach diesen pogromartigen Ausschreitungen in Lichtenhagen musste also erstmal geklärt werden, was ist genau passiert? Wie konnte es so weit kommen? Was hätte anders laufen müssen? Und wie kann man Betroffenen helfen? Dazu arbeitet in Rostock seit 2015 unter anderem das Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis. Denn noch heute gibt es eine Menge offener Fragen zu den Ausschreitungen. Also wenn man so die Chronologie des Gedenkens an Lichtenhagen sich anschaut, so war in den 90er Jahren erstmal viel Verdrängen. So, das hat gar nicht stattgefunden, das war gar nicht so schlimm. Und der Fokus lag damals auch vor allen Dingen auf der vietnamesischen Community. Ein wichtiger Akteur war Dr. Richter, der damalige Ausländerbeauftragte, der mit in dem Haus eingeschlossen war, der sehr stark mit den Vietnamesen und Vietnamesen hier in Rostock daran gearbeitet hat. Das war irgendwie, weil das die aktiven Menschen in Rostock waren, war so die erste Perspektive. Das Haus hat gebrannt, die Menschen waren eingeschlossen, konnten nur durch Glück fliehen und entkommen. Und erst mit der Zeit kam die Perspektive, da gab es doch noch andere, das waren die Asylbewerber. Dann so die Frage, wurden die überhaupt geschädigt? Wie finden wir die? Und das war sehr schwierig, die ausfindig zu machen. Die Stadt hat sich eine Zeit lang bemüht und dann eben durch dieses große Engagement von SOBI mit Unterstützung der Stadt, weil ja immer auch Finanzen dahinter hängen, konnte man eine Familie ausfindig machen, die abgeschoben worden ist, zu der es jetzt die engen Kontakte gibt. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Opfergruppe betrachten, sondern dass alle Beteiligten an dem Ereignis letztendlich auch ihre Stimme bekommen. Ein paar Jahre später kam die Bundestagsabgeordnete Rehm Alabadi Radovan nach MV. Die pogromartigen Ausschreitungen von Lichtenhagen haben auch das Leben ihrer Familie maßgeblich beeinflusst. Ich bin mit meinen Eltern, als ich 6 Jahre alt war, nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen, ins Asylheim in Nostorf-Horst bei Beutzenburg und habe auch in der Gemeinschaftsunterkunft in Waren an der Müritz mit meinen Eltern gelebt. Und als es darum ging, zu schauen, wo können wir hinziehen, wo können wir uns eine Zukunft aufbauen in Mecklenburg-Vorpommern, war Rostock so ein großes No-Go. Ja, da habe ich das erste Mal von Rostock-Lichtenhagen mitbekommen, zwar noch als Kind, aber ich habe ja in Erinnerung, dass ich wusste, da ist was ganz Schlimmes passiert, was mit Rassismus und Rechtsextremismus zu tun hat und auch etwas, wo man das Gefühl hatte, man ist als Migrant in Rostock nicht willkommen. Und deshalb war auch die Entscheidung meiner Eltern so, dass wir nach Schwerin gezogen sind und nicht nach Rostock. Also das hatte wirklich einen Einfluss darauf.
Die Ausschreitungen um das Sonnenblumenhaus beeinflussen auch heute noch Familien, selbst wenn sie nicht mal direkt involviert waren. So auch bei Dr. Thuong, der als Sohn vietnamesischer Eltern in Rostock geboren und aufgewachsen ist. Sein Vater und sein Onkel lebten während der pogromartigen Ausschreitungen bereits in Rostock. Wirklich gesprochen haben sie in der Familie über ihre Erfahrungen aber nicht. Dad hat erst vor ein paar Jahren erfahren, was in Lichtenhagen damals eigentlich passiert ist. Das müsste so vor gut 5-6 Jahren gewesen sein, als damals auch schon der Jahrestag so medial dargestellt war. Und ich habe das genau durch die Medien zuerst auch mitbekommen, auch gar nicht mal durch meine Eltern oder durch Erwachsene. Als ich damals dann mir so Videos auf YouTube und so angeschaut habe und dann so das schon so krass fand, dachte ich mir, okay, gut, mein Vater muss das safe dazu was wissen. Dann habe ich, weiß noch, habe ich den damals am Essenstisch dann auch noch gefragt. Aber der hat auch so ein bisschen ausweichend darauf geantwortet und meinte so, ja, das ist damals passiert und so. Ich kenne auch ein paar, die da waren, aber es war jetzt halb so wild. Dad studiert mittlerweile in Dresden. Er erzählt aber davon, dass er in Rostock behutsam aufgewachsen ist und eigentlich nie so wirklich Erfahrungen mit Rassismus gemacht hat. Der Blick auf aktuelle Geschehnisse bereitet ihm allerdings Sorgen. Die Umfragewerte der AfD steigen, immer mehr Leute sehen sich irgendwie nicht gezwungen, aber irgendwie haben wohl das Gefühl, dass sie weiter irgendwie rechtsextreme Kräfte da stärken müssen. Auf Instagram und generell in Social Media so Videos aus Bautzen und so hier gekommen sind, wo auf einmal irgendwie so irgendwelche Aufmärsche von so Skinheads und so maskierten Leuten auf einmal auf den Straßen sind. Das erregt Besorgnis auf jeden Fall. So, und ich selber habe dann auch das Gefühl, dass obwohl man doch eigentlich hier so behutsam aufgewachsen ist, dass in der Zukunft vielleicht doch etwas nur aufgrund der eigenen Herkunft oder des eigenen Aussehens dann doch entstehen kann. Und so geschah es im Mai 2024 auch auf einem Festival in Sachsen-Anhalt. Und da habe ich zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben so 4 Tage lang so echt so rassistische Anfeindungen bekommen. Ich weiß noch, seit dem ersten Tag, als ich da angekommen bin, mit meinen Freunden natürlich, da war es dann immer schon so komisch. Also es gab dann halt so, also in Anführungsstrichen, leichte Sachen, wie zum Beispiel, ey, Chinese, wie geht's und so. Und dann so, jo, Alter, Ping-Pong, verstehst du mich überhaupt und so weiter. Und dann kam so die zweite Frage, ja, woher kommst du? Und ich so, ja, ich komme aus Dresden angefahren. Ja, woher kommst du wirklich? Ich so, ja, also meine Eltern kommen aus Vietnam. So, wenn du das meinst, glaube ich dir nicht. Sieht aus wie ein Japaner. Und ich wusste so, ab dem Moment war da halt auch gar keine Einsicht oder so, die andere Person ja mir entgegenbringen wollte. Und dann dachte ich, okay, gut, verlasse ich die Situation und kann eh nichts dagegen machen. Und ich dachte halt nur, es wäre so ein Phänomen, was nur in meinem Zeltplatz da irgendwie passiert. Aber war es halt leider nicht, sondern es war irgendwie immer auf dem Weg von unserem Zeltplatz zum Festivalgelände, denn kamen halt immer solche Kommentare. Und es waren halt wie so, oder mein Bruder bezeichnet es immer so als kleine Mückenstiche. Aber wenn die halt irgendwann zu viel wären, also dann bricht das einen so. Weshalb ich zum Beispiel da auch dann schon am zweiten, dritten Tag dann so überlegt habe, okay, gut, verlasse ich vielleicht nicht schon das Festival vorzeitig, weil es einfach irgendwie zu doll, zu extrem für mich ist. Dad war mit Freunden auf dem Festival unterwegs. Die haben natürlich zu ihm gestanden. Er erzählt aber auch, dass die Leute, die ihn diskriminiert haben, von ihren Freunden nicht zurückgehalten oder ermahnt wurden. Es fehlte an kritischen Stimmen, an Zivilcourage. So ähnlich war es auch in Lichtenhagen, erklärt Gudrun Heinrich. Und in dieser Eskalationsspirale, die dann letztendlich im Brand des Sonnenblumenhauses endete oder einen Höhepunkt gefunden hat, ist, glaube ich, richtiger, fehlten die Stimmen, die laut gewarnt haben davor, welche Problematik gerade entsteht aufgrund der massiven Fremdenfeindlichkeit des Rassismus und die kein Gegennarrativ sehr stark aufgebaut haben. Es gab es, aber es war sehr, sehr schwach. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir jetzt ganz anders diskutieren, dass es diese Dokumentation gibt, dass wir uns mit Rassismus auseinandersetzen. Das war Anfang der 90er Jahre viel, viel leiser. Es war nicht da, aber es war deutlich leiser. Auch jetzt gibt es Regionen im Land, in denen es Demokratieinitiativen und Projekte schwer haben, sich gegen rechte Akteure zu bewähren. Könnten sich pogromartige Ausschreitungen wie damals in Lichtenhagen heute noch wiederholen? Geschichte wiederholt sich nicht. Trotzdem müssen wir wachsam sein und genau schauen, welche Strukturen ähneln sich und wo sind wieder Gefahren. Die Situation hat sich in vielerlei Hinsicht verändert, aber einiges ist gleich geblieben. Wir haben weiterhin einen Rassismus, das hat sich nicht geändert. Rassismus ist ein Teil unserer Gesellschaft, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, aber uns auch bewusst sein, dass das einfach ein gesellschaftliches Phänomen von Dauer ist. Die pogromartigen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen wirken also bis heute nach. Zum einen erinnern sie an rechtsextreme Gewalt. Zum anderen machen sie deutlich, wie wichtig demokratische Stimmen sind und Engagement gegen Rassismus.
Lichtenhagen 1992 ist ein Ereignis, was eine unglaubliche mediale Präsenz hatte, sowohl 1992 als auch bis heute, weil wir sehr, sehr viele Filmdokumente über dieses Ereignis haben. Das heißt, es prägt den Blick auf Rostock, es prägt den Blick auf Mecklenburg-Vorpommern in ganz besonderem Maße, anders als andere Ereignisse, die einfach medial nicht so präsent waren oder präsent sind. Von daher ist es schon so eine Art Stigma für die Stadt und für das Land, und ruft auch in besonderem Maße dazu auf, sich zu positionieren und bestrebt zu sein, dass solche Ereignisse nicht wieder stattfinden können. Eine Initiative, die sich aktuell für Demokratie engagiert, hat sich Anfang 2024 in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg zusammengeschlossen. Denn in Upal, nur wenige Kilometer von Grevesmühlen entfernt, entstand ungefähr ein Jahr vorher eine Geflüchtetenunterkunft in einem Gewerbegebiet. Der Landkreis hatte bis dahin bereits zwei Unterkünfte für Geflüchtete. Eine in Wismar, die überbelegt war, und eine in Großströmkendorf, die im Oktober 2022 abgebrannt ist. Und so hat der Landkreis aus Platzmangel die Containerunterkunft in Upal errichtet, obwohl Anfang 2023 bis zu 700 Menschen, darunter auch bekannte Rechtsextreme, vor dem zuständigen Kreistag dagegen demonstriert haben. Die Debatte um die Geflüchtetenunterkunft hat viele Menschen in der Region bewegt. Nina Rathke, Mitbegründerin der Initiative Grevesmühlen für alle, erinnert sich. Das hat angefangen mit dieser unglücklichen Politik, die es um die Geflüchtetenunterkunft in Upal gab, weil davon ausgehend hat hier sowas stattgefunden, dass die Leute sich immer mehr offen rechtsextrem geäußert haben und die Stimmung so gekippt ist. Für ein friedliches Miteinander hat die Initiative seitdem viele Veranstaltungen und Demos organisiert. Und das war immer dann, wenn sozusagen die Upal-Gruppe Demos gemacht hat, damit man ein Zeichen gesetzt hat, dass es auch andere Stimmen gibt. Gegenstimmen zum Beispiel zu den Personen, die in Upal zwischen dem eigentlichen Dorf und dem Gewerbegebiet, in dem die Geflüchtetenunterkunft liegt, etliche Schilder aufgestellt haben. Diese richten sich hauptsächlich gegen Geflüchtete und die Regierung. Nina Rathke erzählt, dass ihre Initiative dort, am rechten Schilderwall, auch ein Zeichen setzen wollte. Wir haben ein Schild entwickelt, da stand drauf für Vielfalt und Toleranz, wir als Familie. Und wir wollten das aufstellen auf diesem Wall. Und als wir das erste Mal gemacht haben, ohne die Genehmigung von der Gemeinde, da wurde das nach 10 Minuten vom Gemeindemitarbeiter rausgerissen. Nina berichtet, wie der Gemeindemitarbeiter reagiert hat, als sie und ihre Mitstreiterinnen das Schild zurückholen wollten. Er hat sich richtig von diesen für Vielfalt und Toleranz so angegriffen gefühlt. Und da ist mir so bewusst geworden, dass das total emotional hier geworden ist und dass das vielleicht immer schlimmer werden könnte, wenn man ja nicht noch lauter sagt, dass sie nicht recht haben mit sowas. Und dieses Schild, das haben wir jetzt nochmal probiert, auch mit Gemeindegenehmigung, und dieses Schild ist jetzt am Ende 10 Tage stehen geblieben. Das Toleranzschild für Grevesmühlen für alle blieb also nicht stehen. Wohl aber die etwa 20 anderen Schilder, deren Botschaften bei Geflüchteten Angst auslösen. Darüber haben wir mit Miro Zara gesprochen. Die Künstlerin und Kommunalpolitikerin hat im Künstlerhaus Schloss Plüschwein ein Projekt auf die Beine gestellt, in dem sich Geflüchtete ausprobieren und austauschen können, an einem sicheren Ort. Sie spüren das, dass sie nicht willkommen sind. Nicht nur das, dass sie nicht willkommen sind, sondern dass sie tatsächlich auch gehasst werden. Und das können sie überhaupt nicht nachvollziehen. Denn sie sagen, ja, wir sind auch nur Menschen. Wir haben niemandem etwas getan. Wir wollen nur arbeiten, Geld verdienen und ganz normal leben wie jeder andere. Das wöchentliche Kunstprojekt soll ein bisschen Normalität im Leben der Geflüchteten ermöglichen. Es ist eigentlich unser Beitrag zur Integration. Weil die Situation damals, als diese Einrichtung eröffnet wurde, war schon sehr verfahren. Es gab sehr viele, oder gibt es bis heute natürlich, Feindseligkeiten gegen die Menschen, die da eingezogen sind. Ja, und dem wollten wir einfach etwas anderes entgegensetzen. Das war die ursprüngliche Idee. Das war ein großes Experiment unsererseits oder meinerseits. Denn wie das Projekt von den Geflüchteten eigentlich aufgenommen wird, war im Vorfeld nicht klar. Aber jetzt, nach diesen vielen Monaten, die wir schon miteinander arbeiten, kann ich ja nur sagen, es ist wirklich super erfolgreich. Und ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass es wirklich so gut läuft, mit so schönen Ergebnissen. Und dass ja auch diese Workshops, und das sind nicht nur die Workshops, sondern das sind ja auch Begegnungen mit Menschen hier aus der Region. Wir schaffen sozusagen den Anlass, dass sich diese Menschen ja auch begegnen. Und auch das zeigt ein sehr positives Bild. Und das ist so entgegengesetzt zu der Stimmung, die hier in der Region zurzeit ja einfach existiert. Und diese Stimmung scheint nach wie vor aufgeheizt.
In ganz Deutschland, aber auch in einzelnen Gemeinden, meint Miro Zara. Das Thema der Migration beherrscht sozusagen uns seit vielen Monaten, nicht nur auf der Bundesebene, sondern eben hier auf der lokalen Ebene insbesondere. Aber leider gibt es eben so wenig Möglichkeiten, tatsächlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir versuchen das hier mit unseren künstlerischen Mitteln, aber es gibt sehr, sehr wenige Möglichkeiten. Und so haben sich die Fronten natürlich verhärtet. Und das bedauere ich sehr, weil was fehlt in dieser Diskussion, ist tatsächlich eine differenzierte Betrachtungsweise. Auch es geht nicht nur um Zahlen, es geht tatsächlich um Menschen. Und Menschen, ihre Schicksale auf der anderen Seite, die Anwohnerinnen und Anwohner mit ihren Ängsten, die sind sozusagen mit ihren Ängsten alleine gelassen worden. Besser gesagt, es hat sich hier eine politische Partei dann ihnen also ermächtigt und hat sie auch in ihrem Sinne instrumentalisiert. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schlimm, weil das beherrscht denn jetzt auch hier einfach die Stimmung. Die Künstlerin spielt damit auf die Rolle der AfD an, deren Position zur Migration in vielen Gemeinden das Stimmungsbild mitgeprägt hat. Die AfD spielt aber auch beim aktuellen Vorfall in Ribnitz-Damgarten eine wichtige Rolle. Denn hier haben Personen aus dem rechten Spektrum, darunter AfD-Politikerinnen und Anhänger der rechtsextremen identitären Bewegung, auf traurige Art und Weise bewiesen, wie Gewalt im Internet zu Gewalt im echten Leben führen kann. Der 26-jährige Din O wurde in den sozialen Medien beschuldigt, Straftaten begangen zu haben. Zusätzlich wurde dazu aufgefordert, seinen Aufenthaltsort zu teilen. An dieser Hetzjagd im Internet beteiligten sich eben auch AfD-LokalpolitikerInnen. Der traurige Höhepunkt dieses Vorfalls fand in Rostock-Lichtenhagen statt. Hier wurde Din O von Jugendlichen verprügelt. Michael Taivutien, ein ehemaliger Stadtvertreter von Ribnitz-Damgarten, rekapituliert die Ereignisse. Das fing mit ganz wirren Gerüchten an. Als dann die ersten Bilder von ihm auf dem Bernstein-Campus bei der Bernstein-Schule kamen, dann kamen auch gleich die Gerüchte mit dazu, dass er versucht hätte, Kinder anzusprechen, dass er versucht hätte, über den Zaun der angrenzenden Kita zu springen, dass er irgendwelche Kinder ins Gebüsch gezerrt hatte. Und es wurde von bekannten, sag ich mal, AfD-nahen Leuten mit befeuert. Also ich habe Online-Postings gesehen von Mike Waag, von dem Verein Neustadt Kranichland. Und immer mit so latent rassistischen oder beleidigenden oder auch gewaltverherrlichenden Kommentaren. Bei Neustadt Kranichland handelt es sich um einen Verein, deren Mitglieder unter anderem aus Ribnitz-Damgarten und Saal kommen. Wir erinnern uns, in Saal wurde 1992 Dragomir Christianell von rechtsextremen Jugendlichen ermordet. Neustadt Kranichland hat Verbindungen zur rechtsextremen identitären Bewegung, zur ehemaligen NPD und zur AfD. Unsere detaillierte Recherche dazu verlinken wir euch. Daniel Funke, einer der Hauptakteure des rechtsextremen Vereins, der übrigens auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht erwähnt wird, hat den Suizid von Din O im Nachhinein heruntergespielt. Im Nachgang zu der ganzen Geschichte, jetzt wo das auch mit seinem Suizid quasi geendet hat, die Versuche, sich da rauszureden, auch aus der Verantwortung für den Überfall in Lichtenhagen, fand ich schon also echt krass dreist. Also dass dann wirklich namentlich auch ein Daniel Funke die Schuld dann eher bei Medien und Behörden und der Polizei gesucht hat, die ja vorher nicht eingegriffen hätten. Obwohl chronologisch, selbst wenn man das im Nachgang nochmal recherchiert, genau sieht, dass die Hetze schon vor der Berichterstattung losging. Auch das passierte vorwiegend in den sozialen Medien. Welche Herausforderungen solche Szenarien für die Politik bedeuten, fasst Rehm Alabadi Radovan zusammen. Wir erleben ungefiltert Hass und Hetze gegenüber Menschengruppen. Wir erleben Rassismus, antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus. Und das Ausmaß ist wirklich erschreckend. Und natürlich müssen wir auch etwas dagegen tun. Zum einen sind da auch die Anbieter gefragt, solche Kommentare auch wirklich ordentlich zu filtern. Wenn wir aber auf X, ehemals Twitter, schauen, ist es unglaublich schwierig, wenn Elon Musk, der X übernommen hat, ja auch bestimmten Kreisen nahesteht und der auch sagt, solche Inhalte werden nicht von ihm gefiltert. Wir müssen natürlich auch rechtliche Schritte gehen können.
Ich denke, da müssen wir in der Politik auch noch mal nachlegen mit der Frage, was ist strafrechtlich relevant oder nicht. Es gibt noch unglaublich viele Grauzonen, die auch genutzt werden. Und das ist eine Situation, die im Endeffekt zu noch mehr Hass und Hetze dann auch im realen Leben führt. Deshalb ist es gefährlich und wir müssen da unbedingt auch mehr tun. Es gibt also rechte Gewalt im Internet, die häufig auch zu rechter Gewalt im echten Leben führt. Gudrun Heinrich beschreibt ihre Perspektive auf die Wechselwirkung. Ich glaube, dass der Online-Raum und der analoge Raum heutzutage gar nicht mehr zu trennen sind. Also, dass, ob ich mich digital informiere oder ob ich eine Zeitung in die Hand nehme, ändert ja nicht meine Wahrnehmung. Das, was wir jetzt sehen, ist, dass der digitale Raum natürlich deutlich hemmungslosere Radikalisierung und Hass und Hetze zulässt, weil die Hürden geringer sind. Jeder kann was posten. Es gibt keine Schranken. Das heißt, wir nehmen schon wahr, dass im digitalen Raum eine massive Eskalation stattfinden kann, die sich dann viele Menschen oder die Akteure unter Umständen daran bestätigen kann, dass Rassismus ja gar nicht so schlimm ist und dass Rassismus richtig ist. Ich lese das ja die ganze Zeit und werde dann in der analogen Welt nur noch der Vollstrecker des Willens, den ich im Internet wahrgenommen habe. Die Gefahr besteht darin, dass die Hürden gefallen sind und eine einfachere Radikalisierung durch das Internet stattfinden kann, als das analog früher der Fall war. Das berichtet auch Nina Rathke in Grevesmühlen. Sie hat das Gefühl, dass sich rechte Akteure wieder offen auf der Straße zeigen. Die Präsenz hat also zugenommen. Na, ich weiß ja nicht, woher sie kommen. Ne? Also ich sehe die bei unseren Demos, die wir gemacht haben, oder auch bei den Antifa, werden wir immer begleitet von sehr offensichtlich aussehenden rechtsextremen Menschen. Und ich sage jugendlich, weil so wie ich sie sehe, das fängt an mit 12-Jährigen, die neben uns herlaufen und irgendwie einen Hitlergruß machen. Und dann beobachten uns Leute oder fotografieren uns Leute, die sehr der rechtsextremen Szene, würde ich sagen, zuzuordnen sind. Manchmal auch in so historischen Klamotten oder auch so moderne Neonazis. Und die sind sicherlich dann schon 18 oder 20, aber trotzdem irgendwie noch jung. Und dann gibt es aber auch, jetzt wo wir bei dem Thema sind, wir sind bei der ersten Demo durch die Stadt gelaufen und da gab es dann auch hinter dem Fenster auch einen älteren Mann, der einfach zu uns auch einen Hitlergruß gezeigt hat. Auch mit Hilfe von Graffitis oder Stickern versuchen extrem rechte Räume in der Öffentlichkeit einzunehmen. Wir beobachten das selbst in Altentreptow, in Staffenhagen oder in Schwerin. Ähnlich nimmt es Teil in Ribnitz-Damgarten wahr. Was mir aufgefallen ist, dass bestimmte Aufkleber, die dem Netzwerk der jungen Nationalisten, also quasi den Neonazis der NPD, zugeordnet werden können, gerade vermehrt auftauchen. Aber auch der Dritte Weg zum Beispiel irgendwie gerade massiv teilweise versucht, die öffentlichen Räume so quasi einzunehmen. Besonders die Kommunal- und Europawahlen im Juni 2024 sind ein Wendepunkt, sagt Christine Krüger von der Hochschule Neubrandenburg. Also die Sichtbarkeit der extremen Rechten hat, denke ich, nach den Kommunalwahlen nochmal zugenommen, weil sozusagen viele Akteure erfahren haben, wir haben einen Rückhalt in der Bevölkerung. Und das stützt so ein bisschen die These, die wir vertreten, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern es tatsächlich mit einer Alltäglichkeit der extremen Rechten zu tun haben. Dass viele Menschen, die in diesem Bundesland leben, täglich impliziter oder expliziter tatsächlich mit extrem rechten Inhalten, Diskursen, Stickern, ja, Symbolen konfrontiert werden. Auch MV-Innenminister Christian Pegel stellt eine Zunahme an rechten Straftaten fest. Denn die von Krüger angesprochene Normalisierung von rechtsextremem Gedankengut lässt sich auch anhand der Kriminalstatistik nachweisen. In einer schriftlichen Stellungnahme teilt er uns mit, Rechtsextremismus ist leider weiterhin das absolut dominierende Schwerpunktproblem der politisch motivierten Kriminalität in unserem Land. Immer wieder bilden in diesem Phänomenbereich die Propagandadelikte den Schwerpunkt. Hierin scheint sich aber auch eine Annahme vieler Täter zu zeigen, dass das Zeigen des Hitlergrußes oder das Benutzen des Hakenkreuzes oder von SS-Runen gesellschaftlich eher akzeptiert wird. Aber auch das ist nichts wirklich Neues in MV. Dass Rassismus hier selbstverständlich ist, haben auch Philipp Schäffner und sein Filmteam während ihrer Dreharbeiten in den 2010er Jahren erfahren. Gleichzeitig war die Stimmung in Mecklenburg-Vorpommern so, dass wir mit dem Filmteam, was wir hatten, was ein sehr diverses Filmteam ist, Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Hautfarben, definitiv in der Ecke nicht im Hotel übernachten wollten. Weil das einfach nicht uns nicht entspannend erschien. Und wir sehr häufig solche Sprüche gehört haben bei den unterschiedlichsten Leuten, mit denen wir da gedreht haben. Wenn unser schwarzer Tonmann das Mikrofon angesteckt hat, dass dann Leute
zu mir, der ihm gegenüber saß, Protagonistinnen, mit denen wir gedreht haben, gesagt haben, na, jetzt hoffe ich aber mal, dass das nicht abfärbt. Und das so völlig selbstverständlich. Mit dem Gefühl, ich würde ihnen zustimmen. Also mit so einem Gefühl von, das, was ich sage, ist allgemein anerkannt. Ich bin nicht gewohnt, da dann Widerspruch zu bekommen. Das fand ich schon ziemlich krass. In MV überwiegt der ländliche Raum dem städtischen. Hier haben es demokratische Akteure oft schwerer, Fuß zu fassen. Denn in kleinen Dörfern und Gemeinden besteht ein großer Zusammenhalt, erklärt Christine Krüger. Wir sprechen da immer von engen Gemeinschaften. Das heißt, alle Menschen kennen sich. Die Menschen sind zum Teil auch aufeinander angewiesen, um bestimmte Dinge im Alltag möglich zu machen. Gerade in puncto fehlende Mobilität, fehlende Angebote. Und das macht es oft so schwierig, sich gegen Rechtsextremismus oder extrem rechte Akteure einzusetzen, weil vielleicht ist das mein Nachbar. Und vielleicht müssen wir auch einfach gut miteinander auskommen. Und gleichzeitig sind die Menschen angehalten, diese Ideen von exklusiver Solidarität, das heißt, wir sind hier solidarisch miteinander, zum Teil, weil wir es auch müssen, dass das nicht zum Ausschlussfaktor wird für Menschen, die in diese Dörfer zuziehen wollen. Dabei müssen Menschen, die neu in einen Ort kommen, nicht automatisch negativ betrachtet werden, nur weil sie die Neuen sind, findet Künstlerin Miro Zara. Sie müssen wissen, hier im ländlichen Bereich haben die Menschen bisher auch sehr wenig Chancen oder Möglichkeiten ja gehabt, tatsächlich die Fremden kennenzulernen oder mit ihnen selbst auch Erfahrungen zu machen. Und so bleibt sozusagen der oder die Fremde ja immer so was sehr Abstraktes und negativ Besetztes. Eigentlich komisch, weil natürlich das Fremde oder die Fremden, die bringen natürlich auch was Neues, neue Impulse. Man könnte auch sagen, na, wir sind neugierig, wer kommt da, wir wollen sie kennenlernen, wir wollen mit denen sprechen, wir wollen sie einbeziehen. Sowohl in den 90er Jahren als auch heute haben Migration und Veränderungen vielen Menschen Angst gemacht. Dass die Baseballschlägerjahre aber in derselben Form zurückkommen, schließt Soziologin Christine Krüger aus. Dafür haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehr verändert. Was wir in den 90er Jahren gesehen haben, war eine Phase der rechtsextremen Gewalt in Zeiten extremen Umbruchs. Das ist so nicht mehr der Fall. Das heißt nicht, dass es diese rechtsextreme Gewalt so nicht mehr gibt. Die gibt es natürlich, aber die rechtsextreme Szene ist sehr viel ausdifferenzierter. Und der Kampf der rechtsextremen Szene um den vorpolitischen Raum, das ist in den letzten Jahrzehnten sehr gut gelungen. Und das ist einfach ein Unterschied zu den 1990er Jahren. Also auch die NPD als auch gewaltbereite Partei war im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat es aber nie geschafft, an breite Bevölkerungsgruppen anzuknüpfen. Der AfD ist das aber gleichwohl gelungen, weil sie tatsächlich es geschafft hat, bestimmte Themen im vorpolitischen Raum zu besetzen und damit für viele Menschen anschlussfähig zu werden. Mit vorpolitischem Raum ist das alltägliche Leben außerhalb von Gremien oder Parlamenten gemeint. Das kann die Familie sein, der Freundeskreis, die Arbeit, das persönliche Umfeld. Das Festsetzen von extrem rechten Gedankengut in solchen Bereichen besorgt auch Miro Zara an Plüschow. Ich empfinde das heute als viel gefährlicher, weil es ist viel versteckt auch. Ne? Es ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die Grenzen sind auch unglaublich fließend. Und das zu erkennen, also da bedarf es schon einen hohen Grad auch von Sensibilität, auch Kenntnisse. Man muss sich ja auch mit der Thematik irgendwie schon beschäftigt haben oder auseinandergesetzt haben, um vieles oder einiges zu erkennen. Dass dabei kritische Stimmen, wie zum Beispiel unabhängiger Journalismus, wirksam sein können, berichtet die Integrationsbeauftragte Alabadi Radovan. Die Demonstration nach den Korrektivrecherchen haben gezeigt, dass wir eine große Mehrheit im Land haben, die für ein weltoffenes Deutschland einsteht, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Demokratie und dafür auch auf die Straße geht. Der Anstieg der rassistischen und antisemitischen Vorfälle zeigt aber auch, dass gerade die kleinere Gruppe, vor allem der Menschen, die auch wirklich gewalttätig werden, steigt zum einen, aber auch Vorfälle immer sichtbarer werden. Also ein Grund für den Anstieg der Vorfälle ist auch, dass sich immer mehr Betroffene zur Wehr setzen und sich auch melden und diese Vorfälle auch dann bei der Polizei melden. Sich bei diskriminierenden Angriffen an die Polizei zu wenden, ist eine Methode. Eine andere zeigt Friederike Wadenger von der Antidiskriminierungsarbeit Vorpommern-Greifswald auf.
Also Betroffene können sich natürlich gerne an uns wenden als Beratungsstelle oder eben auch an andere Beratungsstellen, an, wo sie vielleicht schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und genau, also das ist eine Möglichkeit. Dann ansonsten sich Unterstützung suchen, vielleicht Empowerment-Angebote in Anspruch nehmen. Und es gibt ja auch noch parallel zu unseren Antidiskriminierungsberatungen Antiraktiv. Das ist eine community-basierte Antirassismusberatung, die gibt es auch in verschiedenen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern. Dahin kann sich auch gewendet werden. Also da, das ist eben so ein community-basierter Ansatz, dass eben Menschen, die selbst auch von Rassismus betroffen sind, da beraten. Also sich vielleicht Gehör verschaffen und sich Unterstützung suchen. Und letzten Endes liegt die Verantwortung ja bei allen Menschen, da aktiv zu werden, ja. Nina Radke von Grevesmühlen für alle schildert eine Strategie, mit der sich die noch junge Initiative in Nordwestmecklenburg aktuell am wohlsten fühlt. Wir haben so viel darüber geredet, wen wir erreichen wollen, die eigentlich so gegen uns stehen und gegen unsere Prinzipien oder was für uns wichtige Werte sind. Und am Ende haben wir festgestellt, dass es eigentlich schöner ist, sich auf die Leute zu konzentrieren, die unsere Werte teilen und die daran auch Interesse haben und für die auch was anbieten zu können, wo man mehr zusammenkommt und wo man auch mehr darüber reden kann, was man dann macht. Und ich sag mal, die Seite ein bisschen mehr zu empowern, dass sie sich hier auch stark genug fühlen gegenüber allen, die so negativ eingestellt sind. Das ist jetzt so ein bisschen der neue Fokus. Einen konkreten Vorschlag für die Kommunalpolitik hat auch Tai in Ribnitz-Damgarten. Wenn ihr ein Problem habt in eurem Heimatort, dann geht hin, sagt denen das oder schreibt ihnen oder was auch immer. Weil wenn ihr den Mandatsträger nicht direkt sagt, das ist unser Problem, das hätten wir gerne, dann kennen auch die das Problem nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir das auffangen können. Also wir brauchen mehr Werbung für Demokratie, und zwar für direkte Demokratie direkt am Wohnort. Ja, dass wir uns über bundespolitische Themen auch unterhalten und streiten müssen und können, gerne. Aber das, was unser Leben hier direkt vor Ort gestaltet, da müssen wir die Leute abholen. KommunalpolitikerInnen gibt es in jeder der über 720 Gemeinden in MV. In den großen Städten, aber auch im ländlichen Raum. Warum diese unbedingt als demokratischer Raum benötigt werden, fasst Christine Krüger zusammen. Wir haben auch mit einem bevölkerungsschwachen Land, eine sehr ausgeprägte Zivilgesellschaft, auch in den ländlichen Räumen, die viele Jahre und Jahrzehnte schon gegen rechtsextreme Strukturen kämpft, auch in den Dörfern. Es ist ein Stück weit eine politische Frage, diese Zivilgesellschaft zu unterstützen. Denn die Probleme der ländlichen Räume, das heißt eingeschränkte Mobilität, eingeschränkte Dienste der Daseinsvorsorge, das betrifft viele Menschen und das führt dazu, dass immer mehr Menschen zu der Entscheidung kommen, dass sie in den sehr ländlichen Räumen nicht leben können, selbst wenn sie es wollten. Und das führt immer dazu, dass Lücken entstehen, die die Extremrechte sehr gut zu nutzen weiß. Ein Ansatz stellt das neue Demokratiefördergesetz dar. Es soll Maßnahmen unterstützen, die sich für Vielfalt, Extremismusprävention, politische Bildung, eben für Demokratie engagieren. Das soll perspektivisch durch langfristige Finanzierung von Projekten geschehen. Das Demokratiefördergesetz ist unglaublich wichtig und es muss jetzt endlich auf den Weg gebracht werden. Die Bundesregierung hat es im Kabinett beschlossen. Es liegt leider noch im Bundestag und man findet keine Einigung. Ich finde, das ist kein gutes Signal, denn gerade die Demonstrationen, die friedlichen Demonstrationen gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, zeigen ja, dass wir mehr solcher Strukturen brauchen, vor allem auch im ländlichen Raum. Und diese Strukturen müssen vor allem nachhaltig, langfristig finanziert werden, damit sie erhalten bleiben, damit nicht politische Entscheidungsträger einfach kommen können und je nachdem, wie der Wind weht, solche Strukturen abgebaut werden. Noch ist das Demokratiefördergesetz noch nicht in Kraft getreten, weil eine Einigung im Bundestag fehlt. Kritik an dem Gesetzesentwurf gab es, wenig überraschend, von der AfD, aber auch von CDU und FDP. Wenn das neue Gesetz aber in Kraft tritt, kann es dazu beitragen, ländliche Räume wie hier in MV demokratisch zu stärken. In diesem Sinne bleiben wir zuversichtlich.